Und dann muss ich sagen, ich bedanke mich wieder, weil hier ist das was ganz Tolles erschienen über uns. Und das hat Makiko uns geschenkt. Und ich finde es sehr toll. Ich habe reingeblättert und ich muss sagen, die Fotos, ja. Na, Makiko. Ich spiele den Helden. Ach, Kaspar, du spielst den Liebhaber. Ich grüße Sie, Scheich. Ich grüße Sie. Ja, okay. Dann gehen wir wieder. Ich grüße Sie. Du bist dran. Ja, das ist nicht so nach unten. Wir müssen noch drin. Ja, ist okay? Ja. Die schöne Sendung. Die ist gut. Also keine Angst, okay. Die ist auch nicht gut. Ich glaube, das hat auch nichts mit Madame Christophina, oder? Das ist ja auch ein Fenster erscheinen. Wir stehen hier. Ich glaube, das ist ganz gut, ne? Ja. Hallo, ich bin Makiko. Dieses Mal ist Frank. Ja. Liebe Makiko, danke. Also für das Interview. Ich muss auch sagen, ich bin Italiener. Ich heiße Franco Rosa. Ich bin Regisseur und Schauspieler. Ich bin Italiener und deswegen auch mein Deutsch wahrscheinlich nicht immer korrekt ist, wie das sein müsste. Ich bin geboren am Gardasee. Gardasee, das ist ein See in Norditalien, in der Lombardei. Und ich bin in Salò geboren. Und meine Eltern waren einfache Arbeiter. Mein Vater arbeitete in einer Papierfabrik, meine Mutter in einer Seidenfabrik. Ja, wie ich zum Theater kam. Als Kind bin ich zum Theater gekommen, weil ich in einem Laden ein Theaterchen gesehen habe, sowas. Und diese Theaterchen habe ich gekauft und habe ich angefangen mit Puppen zu spielen und für die Nachbarn. Und die Nachbarkinder kamen und guckten und ich erfand so Geschichte. So bin ich zum Theater gekommen, schon als Kind. Dann eben mit 17 bin ich weiter, habe eine Truppe gehabt in Italien, habe ich mit vielen Schauspielern gearbeitet. Und das hat mir unheimlich gefallen, weil das war immer in Kontakt mit Menschen. Und dann bin ich einfach mit Tournee unterwegs gewesen in Italien. Und aus Zufall bin ich nach Berlin gelandet, von Berlin nach Wiesbaden und am Teatro Fenice in Venedig und in Rom. Und in Wiesbaden habe ich Gabi kennengelernt und das bedeutet Gabi für mich viel, weil sie auch praktisch diese Theater in der Orgelfabrik
mehr oder weniger mit mir gegründet hat. Wir waren am Staatstheater und wir sind einfach weg und ich habe eine große Begegnung und ein großes Glück gehabt. Ich habe Pina Bausch, die Choreografin und Tänzerin, kennengelernt und ich habe die Stücke, die italienischen Texte, die in der Stücke vorkommen, übersetzt. Und ich muss sagen, ich habe auch die Tournee begleitet und ich habe gelernt bei ihr, dass es im Theater um Menschen geht. Das ist viel wichtiger, als wenn man nur ein, wie soll ich sagen, wenn nur ein Spektakel macht für die anderen. Wichtig ist, die Menschen anzusprechen und dass die Menschen eine Fantasie entwickeln. So, und das war für mich Theater dann wichtig. Theater war wichtig, weil ich eben mit Menschen in Kontakt gekommen bin und da haben wir die Orgelfabrik entdeckt, auch aus Zufall, hier in Karlsruhe. Die Orgelfabrik ist dieses schöne Gebäude. Das ist die Arbeit, die wir machen seit 33 Jahren. Wir schreiben die Stücke selber, beziehungsweise die Gabi schreibt die Stücke, weil ich natürlich auf Deutsch nicht so machen kann. Und wir haben dann eine Truppe gehabt, die immer wieder kam und wir sind wie eine Familie. Also ich betrachte das Theater wie eine Familie. Das heißt, dass man miteinander redet und auch miteinander isst und so weiter. Wie die Stücke entstehen, also es wird eine Vorlage und dann arbeiten wir mit den Schauspielern und versuchen wir das Stück zusammen zu machen. Und so sind so um die 50 Stücke in den 33 Jahren Aktivität hier in diesem Raum. Was soll ich noch sagen? Ich freue mich immer, hier zu kommen. Und ich finde, dass mein Leben damit erfüllt wird, auch mit Theater. Dass ein Theater eine Bedeutung hat. Weil Leben ist wichtig, aber das Theater ist auch für mich wichtig geworden. Ja, das wäre jetzt alles, was ich zu erzählen habe. Ich freue mich auf die Zukunft. Wir haben inzwischen natürlich das Problem Coronavirus, das ist ganz klar. Und wir haben auch den Raum hier in eine außergewöhnliche Form umgestaltet. Das heißt, wir haben versucht, Zuschauer anders sitzen lassen. Das ist eine Neuigkeit für uns. Und die Spielweise hat sich auch geändert. Wegen Abstand, wegen... und das ist jetzt alles neu. Das ist durch was jetzt passiert ist in der Welt und was die Welt verändert hat. Dieses Coronavirus hat die Welt verändert, in jeder Beziehung, ist auch unsere Arbeit verändert. Und was ich für die Zukunft denke, ist, dass eine Möglichkeit ist, neue Formen, um Theater zu finden. Das ist die Arbeit, die wir gemacht haben hier. Da habe ich alles. Ich bin fast am Ende, wie Sie sehen, bin ich bei dem letzten hier. Und dann muss ich sagen, ich bedanke mich wieder, weil hier ist etwas ganz Tolles erschienen über uns. Und das hat Makiko uns geschenkt. Und ich finde es sehr toll. Ich habe reingeblättert und ich muss sagen, die Fotos, ja. Na, Makiko? Ja, danke schön. Ja, die sind sehr, sehr schön. Also ich empfehle dieses Buch, um weiter die Orgelfabrik und das Theater in der Orgelfabrik zu kennen. Vielen Dank. Reicht dir? Ja. Schon das ohne mit Text, wie du willst. Ja, nee, ich bin szenisch, weil ich muss das... Szenisch, weil du festhalten. Ja. Weißt du, was ich meine? Dann, ich soll fürs Volk, nicht nur Sie. Nicht nur Sie. Ja, okay. Weil sonst sind die ausgeschnitten oben. Ja, okay. Das geht darum, ich weiß, dass es schwer ist. Soll ich mir diesmal bin ich die Hauptrolle? Ich fang an, okay, Rainer? Und nicht hetzen. Bleib mal. Mit dramatischer Liebesszene. Es wird sicherlich ein Riesenerfolg.
Und sehr gut bezahlt. Und mein Vater, ein hervorragender Tänzer. Sie würden es nicht bereuen. Das sind wir sicher. Vielleicht wären Ihnen Ihre Freunde noch einmal dankbar. Genau das, Ihr freimütiges Entgegenkommen schätze. Ich helfe gerne. Ich amüsiere mich dabei. Wenn die... Lass hören, wenn die Sache überzeugend ist. Überzeugend? 200-300, es geht um Tausende. Ja, wenn ich etwas Gutes tun kann. Alles geregelt. Wenn es klappt, was ich hoffe, ich bin sicher, dass es klappt. Alles geregelt, ich sage euch, alles geregelt. Es kommt der alte Text von mir, die Interesse haben. Das muss der Fall sein. Wir müssen die Interesse haben, weil du bist auch dabei dann. Das bezieht sich auf die alte Fassung. Also. Ich würde es dreimal, wir sollen zu den Türken gehen. In eine Seidenfarbe.